Niemand öffnet. Oh. War ja ein Haus, was wir nicht betreten können. Oh. Auch die beiden. Na, die kennen wir doch. Hättest du den Pfeffersack nicht was anderes abknöpfen können? Sein Boot zum Beispiel. Du weißt doch, dass ich es in geschlossenen Räumen nicht lange aushalten kann. Dir kann man aber es auch nie recht machen. Anstatt mal meinen Trick mit den vier Assen zu würdigen, kriege ich wieder nur Vorwürfe zu hören. Wann hatten wir das schon mal, Thorn? Ein eigenes Heim. Wenn du dich erst einmal ein paar Tage daran gewöhnt hast, werde ich dich nach draußen zerren müssen. Sinas würde jetzt wahrscheinlich hier wieder das Lied singen. Und diese Stadt mit ihren reichen Pfeffersäcken ist der Ort, um selbst ein Vermögender... Hallo, lang nicht gesehen. Was habt ihr denn hier zu suchen? Soweit ich weiß, ist es in Königsberg Sitte, anzuklopfen, bevor man ein Haus betritt. Habe ich bei den Haus davor gemacht, ne? Und sowas kommt ausgerechnet von euch, Herr Dante. Ich habe euer Kurzschwert mal im Kampf ausprobiert. Ja und? Hat es irgendwie nicht richtig funktioniert, oder so? Das kann man ja wohl laut sagen. Das Ding gibt keinen Mucks von sich, wenn Orks aufkreuzen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es reden kann. Versucht nicht, euch da rauszureden, Kerl. Es leuchtet auch nicht. Oh. Ich fürchte, ich habe vergessen, euch alles über das Schwert zu erzählen. Ihr müsst es jeden Morgen mit einem Zauberwort aktivieren. Ein Zauberwort? Genau. Sonst funktioniert es nicht. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Raus mit der Sprache. Wie lautet das Zauberwort? Diese Information ist nicht ganz umsonst. Jetzt reicht's aber. Ich habe 3000 Taler für ein funktionstüchtiges Ork-Meldeschwert gerappt. Her mit dem Zauberwort oder rüber ab. Na gut, ich beuge mich der Gewalt. Bananenschale. Bananenschale? So, so. Ihr müsst es jeden Morgen aufladen und dann funzt es wie eine Eins. Na gut, ich probiere eure Technik aus. Aber wenn es dann immer noch nicht funktioniert, setzt es was. Genau, dann gibt's wirklich rüber ab. Sagt mal, wie ist es euch eigentlich gelungen, durch das Tor zu kommen? Der Wächter wird doch nicht einfach einen Wolfsmenschen durchlassen. Vor allem nicht einen, der aus Düsterburg kommt. Der Bursche am Tor hat sich recht gut ausgekannt und sofort durchschaut, dass ich weder ein Werwolf noch ein Wolfsmensch bin. Echt? Aber was denn sonst? Ein sarabäischer Hundebursche, nicht wahr? Erzähl das bloß nicht überall herum. Was ist denn das? Sie wurden in Sarabäa als Haremswächter gezüchtet. Man ging davon aus, dass sie unempfindlich gegenüber den Reizen der Haremsdamen seien. Das stellte sich jedoch als Irrtum heraus. Einer der Hundeburschen hatte offensichtlich einiges Vergnügen an menschlicher Gesellschaft gefunden. Als die Sache aufflog, ließ der Schah sämtliche Hundeburschen des Reichs einschläfern. Bloß dieser eine war nirgends aufzuspüren. Eine verfluchte Ungerechtigkeit war das. Ach, du Ärmster. Ich sehe es an deiner Nasenspitze. Ihr seid auf der Suche nach magischen Artefakten, habe ich recht? Magische Artefakten, die sind nie verkehrt. Leider sind wir selbst momentan etwas ausgebrannt. Aber wir erwarten nächste Woche eine Lieferung. Ganz außergewöhnlicher Waren. Schaut einfach mal nochmal vorbei. Ja, bei dir traue ich eigentlich nicht. Würdet ihr bitte unsere Privatsphäre respektieren? Da lagern Wert. Das sind unsere Schlafzimmer. Na, kann ich nicht mal was mitgehen lassen? Ich meine, wir haben ja immerhin 3000 Taler für ein dummes Schwert, das nichts bringt, gegeben. Meinst du wirklich, Lord Weißbrot? Ich glaube, ich hacke den eher die Rübe ab, als dass Hannibal vorher kommt. Gut, hier finde ich nichts weiter. Dann gehen wir jetzt mal wirklich nach Süden. Altenberg und dann ist hier die Hafenstadt, also der Hafen. Dann ab zum Hafen. Oh, hallo Kätzchen. Okay. Grüßt euch.
Ihr seid neu in der Stadt, oder? Ich würde euch empfehlen, abends mal im Fliegenden Fisch reinzuschauen. Gibt's da was umsonst? Nicht direkt umsonst, aber ein kräftiger Bursche, wie ihr da... hat da die Möglichkeit, sich eine goldene Nase zu verdienen. Hört sich gut an. Was muss ich tun? Könnt ihr schweigen? Aber sicher. Sagt Grützli, dem Türsteher, dass Benno euch eingeladen hat. Der lässt euch dann in den VIP-Bereich. VIP-Bereich? Verdammt interessante Prügeleien. Okay, werden wir uns merken. Oh, hier haben wir sogar... Ist das hier der fliegende Fisch? Entschuldigt bitte, aber wir haben tagsüber geschlossen. Ihr könnt aber gerne heute Abend wiederkommen. Ich habe mich schon gewundert, warum es hier so leer ist. Entschuldigt bitte, wir sind schon weg. Zumindest kann ich hier aber speichern. Nutzen wir mal die Gelegenheit. Okay. Hier hätten wir noch eine Bar. Entschuldigt bitte, aber wir haben geschlossen. Das wussten wir nicht. Wann macht ihr alle denn auf? Kommt einfach nach Sonnenuntergang wieder. Gut. Alles hier hat tagsüber geschlossen. Gibt es überhaupt noch Läden, die offen haben? Vielleicht der hier? Ja, sieht gut aus. Hallo, ich will kaufen. Ah, du neu sein müsse. Shiva dich nix kenne. Ich heiße Grandy. Grandy? Seine komische Name. Du komme von weit her. Shiva habe recht. Eigentlich nicht. Meine Freunde und ich kommen aus Düsterburg. Wir sind Kämpfer. Wieder die Finsternis. Ah, dann du sei hier an der rechte Platz. In Shivas Lade du finde alles, was du brauche. Was kann man bei dir kaufen? Ah, Shiva habe viele wertvolle Talisman für jede Gelegenheit. Helde brauche gute, starke Talisman, wenn sie kämpfe gegen das Böse. Und noch andere Sachen aus ferne Länder. Viel Zeugs, dass du nix werde finde in andere Lade. Na, dann schauen wir doch mal. Ist aber auch nicht gerade billig, ne? Schutz vor schwarzer Magie, Blutmagie, elementare Magie, Feuer, Luft, Erde, Eis, ein Globus, eine Weltkugel, Ketzerei aus Sarabea, Teeservi, Porzellan aus Sarabea, sehr edel, eine Pfeife für Pfeifenkraut, okay. Ja, so sieht's wahrscheinlich aus, Lord Weißbrot, ne? Brauche ich aber gerade auch noch nichts. Ich meine, wozu brauche ich einen Globus? Ich lasse es erstmal. Du nix mega schöne Sache von liebe Shiva. Erzähl mir über die Stadt. Ah, Königsberg seine schöne Stadt. Du habe sie, Herr Palme, vor die Tiere. Das sei von Schar von Sarabär. Shiva sich fühle wie Heimat hier. Leid sei friedlich und schlau, sehr schlau. Nix wie Shiva. Viele junge Leid sei aus Akademie von Magier oder Anna. Aber gut, alt Shiva, möge alle Leid. Dumm wie schlau. Irgendwelche Geheimtipps? Du müsstest mal so besuche meine Freund, den Sachenmacher. Habe Lade ganz im Osten vorne Hafe. Er sei große Baumeister, baue viele schöne Sach. Du dann sage, dass Shiva dich habe geschickt, wenn er sich freie tut. Okay. Ja, könnte gut sein, aber ich lasse es trotzdem erstmal liegen, weil ich mich erstmal einfach nur hier friedlich umsehen möchte. Hallo, was bist du denn für einer? Ich heiße Grandy und du... und bin so eine Art Berufsheld. Und wer bist du? Ich bin der Dani. Und das hört sich an wie ein doofes Mädchen. Deswegen nennen mich alle meine Freunde Fregelschö. Fregelschö? Das hört sich zwar auf jeden Fall nicht nach einem Mädchennamen an, aber... Also irgendwie klingt das einfach nur bescheuert. Das ist aber ganz schön mies von dir. Du Berufsheld.
Jetzt bin ich traurig. Und zwar so lange, bis du mir ein Kaiserbrötchen schenkst. Ein Kaiserbrötchen? Ja, du doof. Ich habe so einen Hunger. Und die doofen Meerkornbrötchen kriege ich immer von meiner Mutter reingestopft. Mal sehen, ob ich eins auftreiben kann. Na, erstmal muss ich diesen Bäcker finden, ne? Dann kann ich hier rein. Ja, ich könnte theoretisch hier ins Boot, ne? Wie wär's mit einem kleinen Bootsausflug? Ich glaube, der Fischer, dem das Boot gehört, hätte was dagegen. Schade. Okay, dann suchen wir erstmal die Bäckerei. Ah ne, hier geht's weiter. Hier komme ich nach Clipping, okay. Ich glaube, ich bin damit den Hafen aber noch nicht ganz durch. Genau, hier war ich noch nicht. Da drüben ist eine finstere Gestalt. Die wahrscheinlich keine dunklen Geschäfte machen will. Wer seid denn ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Ach, die Tür war offen und da dachten wir, wir schauen nach, ob alles in Ordnung ist. Das ist ja eine sehr löbliche Einstellung. Aber ich kann durchaus auf mich selbst aufpassen. Wollt ihr hier alleine? Nein, gemeinsam mit meiner Gattin Trudel. Aber sie ist nur selten zu Hause. Eigentlich sehe ich sie fast nie. Trudel? Was schaut ihr so? Ist dir etwas zugestoßen? Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich hatte eine Tante, die hieß auch Trudel und die hat mich immer verprügelt. Daran musste ich gerade nur denken. Oh Mann. Die Trudel haben wir doch schon kennengelernt, Grandy. Und ich dachte immer, ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Was ist euer Beruf? Ich gehe keiner Tätigkeit mehr nach. Früher war ich Feldwebel bei den kaiserlichen Truppen, die auch für meine Rente aufkommen, seit diesem Unfall. Was für ein Unfall? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist meine eigene Angelegenheit. Und vielleicht noch die meiner Gattin. Okay, wir gehen da mal wieder. Schade, können wir nichts auslooten. Ich glaube, das sieht ja sehr schlecht aus, Lord Weißbrot. Hier gibt's kein Loot. Ah, ist das wieder ein Zwerg? Servus, Leute, neu in Königsberg. Wir sind erst vor kurzem angekommen. Wer seid ihr? Ich bin Minas, bescheidener Erfinder des Minas Muntermacher Spezial. Hört sich interessant an, Herr Minas. Ist das so eine Art besseres Riechsalz? Eigentlich hat es eher den umgekehrten Effekt. Vielleicht sollte ich den Namen nochmal überdenken. Wenn ihr es mal probieren wollt, besucht mich doch mal abends in meiner Taverne. Sobald wir die Zeit dazu finden, schauen wir mal vorbei. Sind Zwerge nicht wasserscheu? Da habt ihr aber eine Information gehörig in den falschen Hals gekriegt, junger Mann. Schon die kleinen Zwerglinge lieben es im Meer, in Bächen und Flüssen zu planschen. Eins mögen wir allerdings überhaupt nicht. Und das wäre? Das Zeug zu trinken. Pfui bäh. Da lobe ich mir doch einen Schluck frisch gezapftes Zwergenbier. Ist übrigens auch ein hervorragender Ersatz für Muttermilch. Alles klar. Wenn du das meinst. So, was ist mit dir? Der Wahnsinn. Der Wahnsinn kommt. Er reitet dem Herrn voraus. Leduna wird treu sein. Ja, treu. Der Herr wird es ihm lohnen. Was wartet ihr, dein Mann? Seid ihr noch bei Sinn? Spart euch die Mühe, Grandy. Dieser Mann wurde von dunklen Gott mit Schwachsinn belegt. Was meint ihr damit? Ich habe so etwas schon oft gesehen. Manche Menschen erhoffen sich, von einem Pakt mit dem dunklen Gott die Gabe, in die Zukunft zu schauen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der mit dem Wissen um die Zukunft lange bei geistiger Gesundheit bleibt. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der dunkle Gott seine Gaben verteilt. Oh je. Der Tag ohne Namen wirft seinen Schatten voraus. Er kommt und jedes Wesen wird neu benannt werden müssen. Was fasselt der schon wieder? Der Tag ohne Namen. Die Anhänger des dunklen Gottes glauben, dass dies der Tag ist, der auf die Nacht folgt, in der er sich den Weg in unsere Sphären gebahnt hat. Alles klar. Dann ist dem wohl so. Wasserteufelswerk, wie muss es sein? Oh.
Hier können wir in mehr Häusern. Ha, Kundschaft! Betrachtet euren Fall als gelöst. Ich nehme 100 Taler pro Tag plus Spesen. Noch Fragen? Hä? Was soll das heißen, hä? Seid ihr etwa nicht gekommen, weil ihr ein Geheimnis habt, das enträtselt werden muss? Entschuldigt, aber ich komme gerade nicht ganz mit. Wer oder was seid ihr eigentlich? Ronsen, Gero Ronsen. Ich stelle Nachforschungen jedweder Art an. Ihr habt ein Problem, ein ungelöstes Geheimnis, dann seid ihr bei mir richtig. Ermittelt ihr auch in Dingen, die mit Vampiren zu tun haben? Tut mir leid, das ist die einzige Ausnahme, die ich mache. Ich habe eine leichte Schwäche an der Halsschlagader, müsst ihr wissen. Dann könnt ihr uns wohl nicht helfen. Macht's gut. Oh. Entschuldigt, mein Herr, wenn ich etwas großspurig gewirkt habe. Bitte, zeigt mir nicht die kalte Schulter. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass als seid ihr derjenige, der ein Problem hat, das gelöst werden muss. Da habt ihr möglicherweise sogar recht, mein Herr. Ich stehe kurz vor dem Ruin. Niemand nimmt meine Dienste in Anspruch. Willkommen zurück, Sinas. Ehrlich gesagt, wundert mich das nicht. Bei eurem Aufzug, ihr könntet mal eine neue Kluft vertragen. Wie meint ihr das, meine Dame? Na, allein dieser zerknitterte Hut. Unmöglich. Zieht ihn mal ganz schnell aus. Das war, glaube ich, nicht so gut, Libra. Ich fühle mich ohne Haut, aber irgendwie nackt, wenn ihr versteht, was ich meine. Angesichts dieser nackten Tatsachen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir werden sehen, was wir für euch tun können. In einer Stadt wie dieser wird man sich ja sicher irgendwo eine passende Kopfbedeckung finden. Bleibt, wo ihr seid. Wir sind bald wieder da. Keine Sorge, meine Dame. Ohne Hut würde ich mich ohnehin nicht auf die Straße trauen. Na je, du Ärmster. Hast du irgendetwas, was wir mitnehmen können? Wir können durch den Kamin klettern. Nee, schade, geht auch nicht. Die Bücher sind auch uninteressant, schade. Und, habt ihr schon was gefunden? Lasst uns bitte etwas Zeit. Wir werden schon noch eine passende Haube für euch finden. Bitte eilt euch ein wenig. Ich bin recht empfindlich gegen Zugluft und Kälte. Da wäre wahrscheinlich dieser britische Hut, den wir in einem Laden kaufen konnten, gut. Aber das mache ich gleich. Moment, hier ist auch noch eine Tür. Hallo. Könnt ihr nicht klopfen, bevor ihr hier reinspaziert? Entschuldigung, haben wir doch glatt vergessen. Die macht der Gewohnheit. Das ist so geil, wie die einfach die RPGs so auf die Schippe nehmen. Naja, jetzt wo ihr hier seid, was kann ich für euch tun? Wer seid ihr? Ich heiße Warnfried. Das war's. Das war's dann, Bursche. Jetzt machen wir dich fertig. Granny, lass den Mann. Du siehst doch, dass das nicht der echte Warnfried ist. Ich habe gelernt, mich nicht mehr auf den bloßen Schein zu verlassen. Hast du etwa schon Ron Carlo die Ciparoli vergessen? Granny, es ist taghell hier drin. Ein Vampir wäre schon längst in Flammen aufgegangen. Das stimmt natürlich. Jetzt steck dein Schwert wieder weg, du Hornochse. Verschwindet sofort aus meiner Wohnung oder ich rufe die Büttel. Sicher, mein Herr, wir sind schon weg. Sein Vater hat ihm keinen Gefallen getan, als er ihm diesen Namen gegeben hat. Der Mann war deutlich über 30 Jahre alt. In jenen Tagen war Warnfried noch ein Name, wie jeder andere. Da habt ihr natürlich auch wieder recht. Oje. Ja, genau so, Lord Weißbrot. Einfach mal alles stibitzen, was man in die Finger kriegt. Das klappt ja aber nicht so gut, leider. Guten Tag, kann ich euch helfen? Ja, bestimmt, aber dein Zimmer ist ein bisschen unordentlich, junge Dame. Wer seid ihr? Ich heiße Granny und bin ein Streiter wider die Finsternis. Und ein Wichtigtuer ohne Gleichen. Ich heiße Natascha, ich studiere an der Akademie und habe mich auf die Erforschung des Ozeans spezialisiert. Leider ist die Universität momentan geschlossen und alle meine Freunde sind bei ihren Eltern. Und was ist mit deinen Eltern? Mama ist schon lange tot und mein Vater ist Walfänger. Er arbeitet sehr hart daran, um mir eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Manchmal ist er monatelang auf See. Ich habe ihn seit dem letzten Winter nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist
mir auch das Geld für mein Studium ausgegangen. Aber solange Ferien sind, kann ich dem fliegenden Fisch aushelfen. Machst du dir keine Sorgen um deinen Vater? Wale zu jagen ist doch sicher sehr gefährlich. Doch, sicher. Manchmal liege ich nächtelang wach und kann an nichts anderes denken. Sollen wir dir mit etwas Geld aushelfen? Danke, das ist sehr freundlich von euch. Aber ich komme über die Runden. Okay, dann sind wir ja beruhigt. Ja, sonst gibt's ja auch nichts Spannendes. Ach Mensch. Entschuldigt bitte, dass es hier so durcheinander ist. Aber ich kann besser lernen, wenn alle Bücher in Griffweite sind. Alles klar, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr lernen solltet, schmeißt die Bücher einfach auf den Boden irgendwo hin. Und ihr könnt gut lernen, wenn sie in Griffweite sind. Sprich, eure Eltern werden dann keine Probleme mehr haben, irgendwie eine sagen zu können, von wegen, ihr müsst das Zimmer aufräumen. Jetzt habt ihr Ausreden. Ich bringe den Leuten hier was bei. Oh Mann. Du hast gerade einen Gedanken wegen dieser blonden Frau. Welchen Gedanken denn, Sinas? Ist hier irgendwas? Nee? No, nur ein schönes Plättchen und Fische. Egal. Halt. Dich habe ich auch gesehen. Können wir dir vielleicht helfen? Es ist zum Davonlaufen. Ihr seid heute schon der Dritte, der mir so kommt. Wie bitte? Nein! Es geht mir nicht schlecht. Nein! Ich bin keine Drakonerin. Nein! Ich bin auch keine Harpier. Nein! Das sind nicht meine Füße. Nicht deine Füße? Das sind Krallensandalen. Der letzte Schrei aus Skarabäa. Mein ganzes Erscheinungsbild ist auf die aktuelle skarabäische Mode abgestimmt. Und wie nennt sich dieser Aufzug? Drachenmode. Heute glotzt ihr mich vielleicht noch schief an, ihr Hinterwäldler. Aber in einem Jahr werden wir das alle nachmachen. Wenn du meinst. Ja, Libra, jetzt weißt du Bescheid. In einem Jahr wirst du genauso aussehen. Oh, hier ist der Brotladen. Lord Weißbrot wäre stolz auf diesen Laden. Schönen guten Tag. Euch habe ich ja noch nie hier gesehen. Wir sind neu in der Stadt. Ihr solltet mal meine leckeren Brötchen probieren. Wir sollen für Ali ein Brot besorgen. So ein Spezialkraftfutter. Ah, ich verstehe. Das macht dann 200 Taler. Bitteschön. Spezialbrot erhalten. Okay. Kriegen wir noch ein Brot? Guten Tag. Wir sollen für Ali ein Brot besorgen, so ein Spezialkrautfutter. Mehr habe ich gerade nicht. Gut, dann kriege ich kein normales Brot. Egal, das Spezialbrot haben wir schon mal.